So, eine neue Woche, eine neue Folge und los geht's mit Grit. Vier Rennen. Let's go. Los geht's mit Havanna. Drei Runden drin. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Warte, 13:14, ja, super. What the fuck? Pass auf deine Scheinwerfer auf, damit sie im Rennen nicht ausfallen. So, holen wir wieder unsere Platzierung zurück. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Die Moment tatsächlich nicht. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. PF jetzt. So, da ist schon einer. Ah, das war fast klar. Also, da kommen wir rein. Ach, das ist irgendwie ganz hinten, ey. Hat das schön abgeschossen. So, wir haben noch eine Runde. Da haben wir noch was Besseres. Ne? Oh, bitte. Das ist doch dein Teamkollege. Ich habe auch keine Lücke gerade, um mal einen anderen in die Nähe zu kommen. So, den habe ich jetzt schon mal wieder, bin ich wieder zumindest in den Top 10. Oder fast oder so, ich werde auch ein Platz. Helft das momentan. Also, okay. 10, jetzt haben wir sie wieder drin. So, letzte Runde und wir stehen auf 10, wie gesagt. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ja, ich versuche es gerade. 5. Aber wir sind zum Glück sind alle zu sehen. Schön an den beiden vorbei. Da. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. So, ich hoffe, dass der mäßig an die Klamotten will. Ah,
der hat bitte mal was abgesehen. Das reicht aber nicht. Jo, die sind sie zum Auftakt. Das war nochmal ein hartes Stück Arbeit, aber das haben wir geschafft. Platz Nummer 2. So. Rennen. Das ist ein Sprintrennen. 10 Kilometer. Von den Bergen bis ans Meer weiß jeder in Okotama, dass heute Rennen. Okay. Oh nein, es ist das Rennen, was ich nicht so. Naja. Mit 15. Oh, der eine schießt aber gerade schön nach vorne. Zum Glück keine Selbstverständlichkeit, dass wir das hier. Hey, bleib wieder auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ich will mich jetzt ein bisschen vorzuarbeiten. Jetzt wollen die beiden X7 hier vorbei. So ein kleiner Formationsflug hier. Vorsicht, du hast vorbei. Dieses Auto einmal zu oft gerammt. Der nächste wird der hier. Kollege, das ist das Auto, das ist ein Auto. Doch, ein Honda. Genauso wie meine auch. Und wir gehen jetzt schon relativ früh nach 14% an dem Auto vorbei. Dann. Und die Spitze, und jetzt wollen wir uns eigentlich absetzen. Das Ganze ist rund. Links eingeblendet. Ich bin nämlich auch eigentlich mein eigenes Rennen. Ich hebe mir die volle Punktzahl oder dann wird das ohne Probleme reichen. Aber ich kenne diese Strecke. Es gab schon mal so ein Rennen, wo wir wirklich eine Menge weit vorne waren und dann immer die blöden Unfälle wieder sich schlecht geworden sind. Also konzentrieren, konzentrieren. So, wir haben 70% des Rennens durch. Thank you.
100%. Und davon ist die Zielflagge und dann haben wir es. 4 Minuten 4, Bestzeit. Super. Haben wir das auch. Das heißt, doch ein Rennen, dann nehmen wir auch durch heute. Zwei Rennen. So. 3 Runden rennen, Runde Nummer 3. Mal jetzt. Und wir stehen auf P4. Kristen, ein paar Worte über den Sydney. Aber das Rennen ist hier nicht lang. 1,7 Kilometer, 1,8. Alter, was hat der für ein Tempo drauf da vorne? Die kleinen Raketen hier, die haben wir. Drei Plätze schon verloren wieder. Vier Plätze. Dann sage ich nämlich mit. Also einer von denen ist wieder ganz vorne, das ist krass. Der hier. So, wie hat er das gestartet? Hat ja eigentlich nur die Starts gehabt. Hast du Baro oder was denn das? Ja, ein bisschen, ne? Wir können zwar gut starten, aber das ist mit dem Rennfahren, das wir lassen immer. Und damit geht es in die erste Runde durch, unter einer Minute. Das heißt, das Rennen wird noch drei Minuten. Bleib an der Spitze. Bitte 3 Minuten, 2 Minuten. Bei der Viertel und so ein Drehung. Kann aber noch einen. Keine unnötige Zeitstrafen reinholen. Das kann auch wohl gerne mal einen Sieg kosten. So, und dann geht es jetzt ins unser letztes Rennen.
Und Level 36. So, 3 Runden, 4 Kilometer. Und auf 3 stehen wir. Ja. Ach, das sind Evo, ne? Das sind diese kleinen Evo hier. Die scheinbar da. Das ist Turbo, schon mal gehen wir auf 8. Und vermutlich werde ich von denen wieder vernascht. Nach dem letzten Event habe ich ein gutes Gefühl. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ach, warte, ich will da vorbei. Piccolino. Okay, das war schon krass. Ja, das war fast klar. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Geh da lieber auf Abstand. Geh mal aber auch zu, so geht nicht mehr. Die machen aber auch richtig zu. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Ich komme auch nicht wirklich, ne? Also wirklich da vorne. Nicht wahr, ne? Immer wieder kann man auch vorbeigehen. Gott sei Dank, haben wir gedacht. Wieder so Querstellungen gehabt. Wie will ich das Ding gewinnen? Ich lasse dich zur Dankaktion nicht durchkommen, Kollege. So, das ist die allerletzte Runde für heute. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Der will aber, ne? Der hat aber ein gutes Spitzentempo, da muss ich auch aufpassen, dass ich den nicht zu nah dran habe. Das dürfte tatsächlich auch mein Evo sein. Alter, der kommt aber auch wieder dran, ne? Das ist nur der eine, der mich die ganze Zeit da cashen will. Der will uns echt sehen. Der hat uns richtig lieb. Thank you.
oder durfte ich gegen ihn durchsetzen? Puh, das war nicht ohne, der Junge. Ja, das war der Evo, genau. Die haben scheinbar gute Spitzengeschwindigkeiten. Na gut, dann haben wir das durch. So. Und dann sind wir durch. Und damit geht es dann morgen weiter. Auch wenn auch nur so Zeit waren. Auch ganz genau die beiden. Naja, egal. Pass auf, machen wir dann.